Hi Leute, Jasper hier. Wir haben es mittlerweile über 30 Grad in Berlin. Nichtsdestotrotz sitze ich hier vor der heißen Lampe, denn ich habe euch versprochen, dass ich dieses Video noch abdrehe. Da so schönes Wetter ist, spielen die Kids ein bisschen draußen. Ich hoffe, man hört das nicht so auf dem Video. Denn ich habe das Buch nicht ohne Grund hier zu stehen. Ich habe ja gerade ein Video gemacht zum Thema, wie man Diäten langfristig durchhält, beziehungsweise welche Mechanismen in uns drin sind, die dafür sorgen, dass es uns so schwer fällt, dauerhaft motiviert zu bleiben, dauerhaft die Ernährung umzustellen, die Diät wirklich bis zum Ende durchzuhalten. Da habe ich ja schon eine ganze Menge Tipps gegeben. Das Video kann ich gerne mit in die Beschreibung packen. Habe aber auch nochmal gesagt, da habe ich noch ganz, ganz viele Schritte, die man machen kann, um wirklich dauerhaft motiviert zu sein und die Diät leichter bis zum Ende durchzuhalten und wirklich die Erfolge zu bekommen, die man sich wünscht. Und nicht vorher abzubrechen, zu stagnieren und so weiter. Und da hangel ich mich so ein bisschen an diesem Buch hier entlang, denn die erste Hälfte des Buches beinhaltet ja sehr viel das Thema, wie kurbelt man den Stoffwechsel an? Das ist ja das, worum es hier ganz, ganz viel geht. Dann, wie macht man sinnvolle Diäten? Was passiert mit dem Körper? Also alles, was auf körperlicher Seite passiert. Und die zweite Hälfte des Buches ist dann, was passiert denn ernährungspsychologisch? Also, was motiviert uns? Was sorgt dafür, dass wir eine Diät abbrechen, weitermachen oder wie auch immer? Und deswegen hangel ich mich ein bisschen an dem Inhalt dieses Buchs entlang, habe mir hier ein bisschen was aufgeschrieben, was ich mit euch durchgehen werde, was die einzelnen Schritte sind, wie du dafür sorgst, dass du wirklich beim Ziel ankommst und die Erfolge hast. Wenn du da noch tiefer eintauchen möchtest, findest du das Buch natürlich auch in der Infobox. Guck dir da gerne einfach mal direkt den ersten Link an, da findest du direkt alles zu dem Buch. Ansonsten habe ich mir ja auch schon mein Bonsai-Blümchen hingestellt. Ich wollte es gleich noch ein bisschen gemütlicher machen, denn ich werde gleich noch ein weiteres Video drehen von der Videoserie Was würde Jasper tun, wo ihr mir ja lange Nachrichten schreiben könnt und ich euch Tipps gebe. Wenn du das nicht verpassen willst, nutzt die Chance, drück direkt einmal auf den Abonnieren-Button, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere direkt die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn ich denn das Video hochlade. Und jetzt lass uns aber loslegen. Ich gucke hier mal meine Notizen mit dem Thema, ja, wie du es schaffst, die Diät wirklich bis zum Ende durchzuziehen. Punkt 1, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Auswege suchen. Man könnte auch sagen, problemlösungsorientiert denken. Man muss also gucken, wie schafft man das Ganze und sich nicht daran festbeißen, dass irgendwas nicht so gut funktioniert. Und besonders kritisch finde ich hier das Thema Heißhunger. Zu Heißhunger habe ich aber schon mal ein ziemlich ausführliches Video gemacht. Auch das packe ich mit in die Videobeschreibung. Wenn du häufig mit Heißhungerattacken zu kämpfen hast, schau dir das unbedingt an. Das letzte Video ging ziemlich lang. Ich will das hier ein bisschen kürzer halten, deswegen packe ich das in die Videobeschreibung mit rein. Dir muss aber klar sein, diese Situation und auch Heißhunger, das geht immer vorbei. In dem Moment, wo es gerade kritisch ist, denkt man, oh Gott, das ist das Schlimmste und ich halte es nicht aus und es fühlt sich so ekelhaft an. Aber mach dir bewusst, das ist jetzt ein schmerzhafter Moment, aber schon in vielleicht einer halben Stunde, vielleicht sogar schon in 10 Minuten bist du mit dem Kopf ganz woanders und lachst da wieder drüber. Also, du musst nur in diesem Moment standhaft sein. Du darfst nicht denken, dass es quasi jetzt die ganze Zeit weiter anstrengend und grauenhaft wird. Mach dir das bewusst. Ansonsten finde ich aber einen anderen Punkt ganz, ganz wichtig und den habe ich mir hier auch direkt als Punkt 2 aufgeschrieben und das ist das Thema Vorbereitung. Denn mit Vorbereitung kannst du so, so, so viel wettmachen. Das ist ja in vielen Lebensbereichen so. Man hat es immer schwieriger, wenn man sich nicht vorbereitet, dann in eine doofe Situation kommt und dann versuchen muss, diese doofe Situation wieder gerade gebogen zu kriegen. Viel leichter ist es natürlich, wenn man das Kind gar nicht erst in den Brunnen fallen lässt. Genauso ist es ja auch beim Heißhunger. Und hier habe ich mir zwei Unterpunkte aufgeschrieben. Einmal gesund einkaufen und Snacks mitnehmen. Zum Einkaufen habe ich auch schon mal ein Video gemacht, kann ich auch mit in die Beschreibung unten reinpacken. Aber da ist dieses mit dem Standhaftsein und durch diesen Schmerz durchgehen, habe ich im letzten Video auch ein bisschen drüber gesprochen. Du musst es nur beim Einkaufen schaffen. Wenn du ungesunde Sachen kaufst, bist du zu Hause und musst jeden Tag und immer wieder und den ganzen Abend mit dir selbst ringen und gegen dich ankämpfen. Nehme ich mir jetzt noch ein bisschen Schokolade oder nicht? Eigentlich will ich ja nicht. Wenn du es schaffst, einmal die Viertelstunde im Supermarkt standhaft zu sein und das nicht einzukaufen, hast du es nicht zu Hause und kannst es nicht essen. Also kauf wirklich gesund ein und bereite dich auch so vor, dass du dir Snacks mitnimmst oder sogar Mittagsmahlzeiten vorbereitest. Ich habe ja auch ein Video gemacht, wie ich mein Mittagessen mache. Das geht ganz ohne Kochen, ist trotzdem eine warme Mahlzeit. Du kannst dir auch einfach einen Salat wegtuppern. Manche Sachen schmecken ja auch kalt. Manche können auf Arbeit ihre Sachen aufwärmen. Aber nimm dir auf jeden Fall Essen mit.
Denn wenn du Heißhunger hast, ist natürlich viel schwieriger, standhaft zu sein. Und dann hast du auch keine Lust zu sagen, oh ja, jetzt fange ich mal an, mir was zu schneiden und zu kochen. Sondern du willst jetzt sofort etwas haben. Und wenn du vorbereitet bist, kannst du die Situation direkt glimpflich abwenden. Wenn du sagst, ich habe keine Zeit, mir Snacks vorzubereiten oder Mahlzeiten oder ich kann auch nichts warm machen, nimm die ganz einfachen Sachen. Ja? Haferflocken in eine Tupperdose, ein bisschen Obst drüber, ein paar Nüsse rein, ein paar geschrotete Leinsamen rein, vielleicht ein bisschen Eiweißpulver, wenn du sagst, du möchtest die Eiweißmenge ein bisschen hochfahren, dann schmeckt es auch besser. Und so kannst du es einfach mitnehmen. Auf Arbeit musst du nur noch Wasser drüber kippen und kannst das Ganze umrühren und löffeln. Oder Studentenfutter. Ja, lieber Nüsse als Schokolade, lieber Obst oder Trockenobst. Das sind alles so Sachen, dafür musst du ja gar nicht viel vorbereiten. Das ineinander zu schütten oder in eine Tupperdose zu packen, das dauert eine Minute. Das kannst du jeden Abend machen, bevor du zur Arbeit gehst. Aber es ist so wichtig, dass du wirklich was auf der Arbeit dabei hast, weil sonst bist du auf das angewiesen, was da ist. Und das ist oft Nervennahrungsschublade und Imbiss um die Ecke. Okay, nächster wichtiger Punkt. Analysiere dein Essverhalten. Habe ich mir hier aufgeschrieben. Du kannst immer nur etwas verändern, wenn du dir erstmal bewusst machst, was überhaupt der Auslöser, die Ursache, das negative Verhalten ist, wenn du gar nicht weißt, was das Verhalten ist, was dir schadet oder warum du dieses Verhalten ausübst, dann kannst du es auch nie ändern. Du kannst dann vielleicht das Symptom bekämpfen, aber nicht die Ursache. Man kennt vielleicht dieses klassische Beispiel mit der blinkenden Warnlichtlampe im Auto. Und das ist dann ungefähr so, als ob du sagst, die Lampe im Auto hier, Warnlichtlampe blinkt schon, dass irgendwas im Auto kaputt ist, ich drehe jetzt mal die Glühbirne raus. Ja, dann stört dich das Blinken nicht mehr, aber du hast die Ursache, vielleicht den Motor, der eigentlich kaputt ist, nicht behoben. Und hier ist natürlich wichtig, nicht einfach nur die Lampe auszudrehen oder versuchen, die ganze Zeit an der Lampe mit allen Werkzeugen, die du hast, rumzuschrauben und dann zu sagen, warum blinkt die immer noch? Sondern du musst natürlich an die Ursache gehen. Und das Schöne ist, das hört sich erstmal vielleicht anstrengender an, die Ursache zu finden, aber wenn du die gefunden hast und die behoben hast, dann wird es viel, viel leichter, die Diät durchzuhalten. Und hier habe ich mir mal die drei größten Punkte aufgeschrieben, die meiner Meinung nach Auslöser dafür sind, dass man aus der Diät ausbricht oder sehr ungesund ist. Und das ist zum ersten äußere Reize. Das heißt, du läufst beim Bäcker vorbei und der riecht gut. Der Kollege bringt Kuchen mit. Du siehst in der Werbung einen neuen Burger, der rausgekommen ist. Was auch immer. Alles, was von außen auf dich einwirkt. Natürlich ist es hier gut, wenn du einfach ein bisschen deine Willenskraft trainierst und nicht in jedem Moment, wenn du was siehst, direkt Ja sagst, sondern mal gezielt versuchst zu widerstehen. Aber mach auch das mal bewusst. Nimm mal bewusst wahr, ich rieche gerade richtig leckeres Essen und darum habe ich gerade Lust. Das kommt nicht aus dem Nichts. Mach dir das mal bewusst und nimm es als Challenge zu sagen und obwohl es so gut riecht, werde ich jetzt nichts nehmen. Aber du kannst natürlich auch kleinere Tricks nehmen. Mach halt den Fernseher aus, wenn Werbung kommt. Ja, du musst die Werbung dir ja nicht angucken. Oder red mit den Kollegen und bitte sie vielleicht nicht auf jeden Tisch direkt ein Stück Kuchen zu stellen, sondern deinen Tisch auszulassen. Und wenn es Nervennahrung gibt, dann sorg vielleicht dafür, dass es eine Schublade ist und nicht öffentlich auf dem Tisch steht. Also nimm es ein bisschen aus deinem Feld raus und da kannst du ja ganz bewusst gegen vorgehen, nicht ganz so viele äußere Reize zu bekommen. Ich sage aber direkt, alle verhindern können wir nicht. Ja, dass du am Bäcker vorbeiläufst und dass draußen ein Plakat von McDonald's ist, das kannst du nicht verändern. Also ein bisschen den Willenskraftmuskel musst du trainieren. Kommen wir aber zu Punkt 2 und das sind unsere Gewohnheiten. Wir alle sind konditioniert. Das mag bei jedem ein bisschen was anderes sein. Viele haben zum Beispiel die Konditionierung, dass vorm TV, also wenn sie Fernsehen gucken, was geknabbert werden muss. Man kennt es vielleicht auch mit sowas wie Popcorn im Kino, ja, wo Leute sagen, ja, Kino ohne Popcorn, das geht ja gar nicht. Und da haben wir uns konditioniert. Wir haben so oft auf die Fernbedienung gedrückt und dann, was auch immer, ein Stück Schokolade in den Mund gesteckt, dass wir irgendwann die Konditionierung haben, dass sobald wir den Fernseher anmachen, wir Appetit kriegen, weil unser Gehirn das gekoppelt hat. Und hier ist das Schöne, das können wir wieder entkoppeln. Wenn wir oft genug dieses Verhalten machen, in dem Fall Fernseher anmachen, ohne dazu noch die Schokolade zu essen, dann ist es erstmal unangenehm, weil wir Appetit kriegen. Wenn wir oft genug widerstehen, löst sich das Ganze aber wieder. Da uns das aber sehr schwer fällt, weil wir jetzt eben wieder den starken Willenskraftmuskel brauchen, der das durchhält, bis es gelöst ist, würde ich hier empfehlen, lass erstmal keine Lücke. Es ist immer schwerer, wenn du eine Gewohnheit hast, zu sagen, ich lasse die komplett weg. Wenn du also aktuell die Gewohnheit hast, und hier ist das, was ich meine, ich kann nicht für jeden die Lösung geben, du musst jetzt bei dir analysieren, wo hast du vielleicht solche Gewohnheiten? Wo kriegst du vielleicht sehr viele äußere Reize? Denn ich kenne ja nicht deinen Alltag. Wenn du sagst, bei mir ist es zum Beispiel auch beim Fernsehen gucken so,
dann stell was zu knabbern hin, aber was Gesundes. Ich weiß, der Obstteller befriedigt nicht so sehr wie ein Stück Schokolade. Aber es ist für die Konditionierung leichter, weil du immer noch was nehmen kannst und was knabbern kannst. Und diese Gewohnheit wird erstmal nicht komplett gelöst, aber du hast jetzt eine gute Gewohnheit und keine schlechte mehr. Und so bei vielen Sachen. Ich hatte zum Beispiel eine Zeit lang so, dass ich immer nach dem Mittagessen das Gefühl hatte, jetzt brauche ich noch so einen kleinen Nachtisch, noch was Süßes. Und da habe ich mir einfach eine Zeit lang angewöhnt, immer ganz fest nach meinem herzhaften Mittagessen noch ein Stück Obst zu essen. Und am besten etwas, was man erst aufwendig schälen muss oder auch verteilen kann. Wenn man mit mehreren Leuten am Tisch sitzt, dann habe ich es geschnitten und jeder hat ein Stück bekommen. Das heißt, man hat so ein bisschen zelebriert. Es gehörte für mich zu jeder Mahlzeit dazu, dass nach der herzhaften Mahlzeit noch ein Stück Obst verteilt wird und alle zusammen noch Obst essen. Und damit habe ich so ein bisschen gelöst, immer was Ungesundes danach zu essen. Denn dann war es irgendwann für mich viel leichter, das auch wieder wegzulassen, wenn ich keine Lust auf Obst hatte. Aber ich war schon mal weg von den Eis oder Keksen oder was auch immer es sein sollten. Okay, äußere Reize hatten wir, Gewohnheiten hatten wir. Der dritte Punkt, der meist dafür sorgt, dass man aus dem Essverhalten ausbricht, das sind Emotionen. Emotionales Essen ist ein riesen Thema. Und auch hier musst du wieder analysieren, welche Emotion ist es bei dir. Es können auch mehrere sein, aber es gibt einfach ganz viele Menschen, die essen, weil sie einsam sind, die essen, weil sie Stress haben, die essen, weil sie wütend sind, weil sie traurig sind, was auch immer. Mein Ansatz ist hier mal, um dir erstmal bewusst zu machen, was es bei dir ist, führ mal ein Ernährungstagebuch. Den Tipp habe ich schon öfter gegeben und hier ist wichtig, da geht es nicht darum aufzuschreiben, wie viel Kalorien habe ich denn gegessen und wie groß war die Menge von dem, was ich gegessen habe. Viel interessanter sind Punkte wie, wo habe ich gegessen, mit wem habe ich gegessen, wie habe ich mich davor gefühlt, wie habe ich mich danach gefühlt. Und wenn du immer merkst, oh, immer wenn ich geschrieben habe, davor habe ich mich gefühlt gestresst, dann habe ich gegessen XY, dann habe ich mich gefühlt gut. Und immer bei ungesunden Mahlzeiten, Burger, Schokolade, Chips, war erst Stress, dann ungesundes Lebensmittel, dann gut, dann merkst du, was du hier kompensierst. Genauso kann es ja sein, ey, ich merke, wenn ich jetzt mal auf diese Woche gucke, immer wenn ich ganz alleine gegessen habe und das Gefühl vielleicht auch noch ein bisschen Langeweile, Einsamkeit war, dann waren die Mahlzeiten besonders groß, besonders ungesund, besonders süß. Das ist ganz spannend, um mal rauszufiltern, welche Emotion ist es bei dir. Und dann, je nach Emotion, lohnt es sich, andere Lösungen zu nehmen. Habe ich hier einfach mal eine Tabelle zum Beispiel in dem Buch drin. Wie gesagt, das findest du auch in der Beschreibung, wo ich für jede Emotion eine beispielhafte Lösung gegeben habe, was du machen kannst. Denn klar, wenn du wütend bist, dann kann es Sinn machen, mal beim Training alles rauszulassen. Wenn du einsam bist, dann lohnt es sich mehr eben, Gesellschaft zu suchen. Also das kann sehr unterschiedlich sein. Okay, das Video wird, glaube ich, schon wieder etwas länger. Das waren jetzt erst meine ersten drei Tipps. Ich fasse nochmal zusammen. Auswege suchen, vorbereiten, Essverhalten analysieren. Ich habe noch 7 weitere Tipps, will das Video hier aber nicht zu lang werden lassen und werde darum noch einen zweiten Teil aufnehmen. Das heißt, ich lade die Tage einfach noch einen zweiten Teil hoch mit 7 weiteren Schritten, wo ich dann wirklich versuche, ein bisschen schneller durchzukommen. Und dann kann man es ein bisschen leichter, glaube ich, aufnehmen. Schreibt mir gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare, auch wenn ihr dazu noch Fragen habt. Und natürlich auch immer gerne, wie gesagt, wollt ihr gerne die kürzeren Videos, die längeren Videos, auch das finde ich spannend. Ansonsten, wie gesagt, das Buch findet ihr in der Beschreibung. Gebt mir auch dazu gerne Feedback, freue ich mich drüber. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Teil, wo dann kommt, was würde Jasper tun, oder der zweite Teil zu diesem Video hier. Bis dahin, ciao.